Jede ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Bodybuilding, mit dem Kraftsport wird früher oder später in der elektiven Auseinandersetzung, Fragestellung, anabole Steroide, ja oder nein, enden. Nun ist es so, die Pharmakologie des Bodybuildings, die Pharmakologie der Steroide, die Sexualhormone, Testosteron und seine Derivate, aber auch Insulin und Wachstumshormone, die gerade im Bodybuilding sehr gerne eingesetzt werden, bedarf der pharmakologischen Grundlagen. Die sind aktuell beim Sportler nicht zu erwarten, können nicht erwartet werden. Im Coaching sind sie ebenfalls nur rudimentär vorhanden. Deswegen der Grund meiner Videos. Ich möchte heute einige Dinge, die ich in den letzten Tagen erfahren habe, die ich für interessant erachte, mit euch besprechen. Hier wäre als allererstes das Problem, das Phänomen, auch ein Problem von selbsternannten Spezialisten, Testoflu, also die Testosterongrippe. Ja, das heißt, die grippeähnlichen Prodromi nach der Injektion in allermeisten Fällen oder fast ausschließlich bei Testosteronderivaten oder Anabolandrogensteroiden von Untergrundlaboratorien. Also Testoflu gibt es nicht. Pharmakologisch gesehen gibt es überhaupt keine grippalen Prodromi, grippalen Erscheinungen, also Kopfschmerzen, Temperaturerhöhungen, Tachykardie, Tachyarrhythmie, Lymphknotenschwellung, Nackenverspannungen, die viele Sportler klagen und davon ausgehen, aufgrund der Hobbyendokrinologen schnell gefundenen Erklärungen, das sei eine Testogrippe. Das ist eine Inflammation durch toxische Trägeröle. Verursacht grippeähnliche Symptome, Lymphknotenschwellung, wie gesagt, das ist pharmakologisch nicht existent. Das heißt, wenn ihr unter einem Testoflu oder einer Testogruppe oder einer Grippe bedingt, einem grippalen Prodromi bedingt nach Injektion von anabolen androgenen Steroiden leidet, dann habt ihr ein Präparat erwischt, wo toxische Trägeröle verwendet worden sind oder zu viel Benzylalkohol als Lösungsmittel oder Benzylbenzoat, was relativ schnell metabolisiert wird, innerhalb von 15 Minuten an der Injektionsstelle bereits abgebaut ist, was bestenfalls kurzfristige Muskelreizungen hervorrufen kann. Beim Benzylalkohol, der wirkt bakteriostatisch, vasodilatorisch, spasmolytisch und kann ebenfalls relativ rasch metabolisiert werden, hat aber ein toxisches Potenzial, vornehmlich an der Injektionsstelle für circa 2 Tage. Also es gibt mehrere Möglichkeiten für dieses Symptom, also für dieses Testoflu, für die Testogrippe. Im weiten Sinne trifft das natürlich auch auf alle anderen injizierbaren Anabolika zu, hat etwas mit der schlechten Herstellung von Steroiden zu tun. Entweder toxische Trägeröle oder eben zu viel Benzylalkohol, zu viel Benzylbenzoat. Das sind die Erklärungen, die wir pharmakologisch hier liefern können. Und genau sieht es aus mit dem Postinjektionsschmerz. Der sollte prinzipiell niemals auftreten, wenn du also anabole androgene Steroide, Testosteron oder Pregabalin oder was auch immer an Steroidhormonen injizierst und es kommt danach zu einem Postinjektionsschmerz, dann haben wir entweder ein Labor erwischt, das mit toxischen Trägerölen arbeitet oder zu viel Benzylalkohol oder zu viel Benzoacetat. Natürlich muss man sich auch ganz klar vor Augen halten, es gibt ja einen Grund, warum zum Beispiel Nandrolon Original nur 50 Milligramm pro Milliliter löst. Die Untergrundlaboratorien arbeiten meistens mit künstlichen Trägerölen. Es gibt auch noch Castoröl, es gibt MCT-Öl, die sich besser injizieren lassen. Aber schlussendlich ist es tatsächlich so, dass sehr viele Untergrundlaboratorien mit toxischen Trägerölen arbeiten oder mit Verunreinigungen, weil billige Herstellungsverfahren zum Tragen kommen. Schwermetalle können enthalten sein, was für einen Sportler ganz dramatisch ist. Ich habe dazu ein Video gemacht auf YouTube in meinem Kanal Athletenbetreuung, also medizinische Athletenbetreuung, könnt ihr euch gerne anschauen. Also wenn es zu Injektionsschmerzen kommt, Postinjektionsschmerz,
dann hat das mit Schwermetallbelastung zu tun, dann hat das mit Verunreinigung zu tun. Toxische Trägeröle können hier der Fall sein, zu viel Lösungsmittel, die wir brauchen, wenn wir zum Beispiel zu viel Wirkstoff lösen wollen. Es hat, wie gesagt, seinen Grund, warum Nandrolon im Originalpräparat nur mit 50 Milligramm pro Milliliter gelöst ist und viele U-Laboratorien, Untergrundlaboratorien versuchen hier 250 oder gar 300 Milligramm zu lösen. Das ist natürlich pharmakologisch gesehen absurd. Und wenn man das versuchen möchte, was man gerne tun kann, was man auch wird, dann ist es eben so, dass man zu viel Lösungsmittel benötigt, zu viel Alkoholverbindungen benötigt. Und diese führen zu diesen Postinjektionsschmerzen, diesen Nekrosen teilweise sogar, je nachdem, wie stark, wie hoch konzentriert das Ganze ist. Dann gibt es noch eine Sache, was ich die letzten Wochen erlebt habe, und zwar viele Athleten, die hohe freie Androgenspiegel aufweisen, das heißt, wo SHBG sehr stark abgefallen ist und sie viel freies Testosteron haben, klagen häufig unter einem etwas schwachen Immunsystem. Jetzt kann man natürlich über TH1 und TH2-Switch philosophieren, aber in der Regel sehe ich das innerhalb der Verminderung der weißen Blutkörperchen. Das heißt, es kommt bei den fast allen Athleten, die anabole androgene Steroide injizieren, kommt es in der gesteigerten Erythropoese mit einer gewissen Leukopenie. Das heißt, je höher der Anteil der freien Androgene, der ungebundenen, also nicht an SHBG und Albumin gebundenen Androgene ist, desto tiefer sinkt die Anzahl der weißen Blutkörperchen, also Leukozyten, Lymphozyten, Eosinophile, Basophile, Neutrophile, Granulozyten, und oftmals finden wir gleichzeitig eine gesteigerte Erythropoese mit Erythrozyten, erhöhte Werte Hämoglobin und Hämatokrit. Dann ist es so, dass Ester werden durch Esterasen gespalten. Das heißt also, Steroidhormone werden freigesetzt, werden durch Esterasen gespalten im Gewebe, also in der Muskulatur, und gelangen ins Interstitium. Im Interstitium werden sie aufgenommen, entweder durch das Venensystem oder durch das Lymphsystem. Und jetzt ist natürlich eine Frage, wie gut funktionieren meine Carboxylesterasen? Und demzufolge gibt es die sogenannten verschiedenen Injektionsintervalle, wo manche Athleten sagen, sie müssen ein Testosteron-Enanthat einmal die Woche spritzen, wieder andere müssen es zweimal die Woche spritzen. Manche kommen sogar auf die Idee und sind zumindest nach eigener Anamnese, nach eigener Erfahrung, dazu gezwungen ist, dreimal die Woche zu injizieren. Das hat mit der Konzentration der Carboxylester zu tun und natürlich auch mit der Eliminationsleistung der Leber über einmal in Phase 1 Zytochrom P450 Isoenzyme und Phase 2 über den Glutathionmetabolismus. Dazu in anderen Videos mehr. Entscheidend ist, was ich in diesem Video zum Ausdruck bringen möchte, es gibt keine Testogrippe, also kein Testoflu. Und wenn ihr es mit Postinjektionsschmerzen zu tun habt, das heißt, wenn ihr ein Präparat erwischt habt, wo Muskelschmerzen entstehen, wo fieberhafte Prodromin stehen, dann ist es an der Zeit, dieses Präparat wegzuwerfen. Alles Gute, meine Damen und Herren, wenn ihr Fragen habt zum Thema Pharmakologie im Bodybuilding, dann ist es nicht ratsam, sich hier an andere Laien zu wenden, sondern es ist wie in allen wichtigen Dingen so, man sollte sich Rat bei demjenigen holen, der es kann und nicht derjenige, der es will. Alles Gute, meine Damen und Herren, und bis bald.